Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Tagen ein Video gemacht über Arctic-Batterien von Liontron. Nur, ich habe keine Arctic-Batterie, sondern ich habe eine normale genommen und den Umrüstsatz von Liontron, das besteht aus diesen Heizungen, eingebaut. Ich war persönlich am Messestand in Friedrichshafen und da wurde mir erklärt vom Chef, wie man die einbaut, das ist überhaupt kein Problem, Deckel aufschrauben, einstecken, Kinderspiel. Eben der Techniker, der hat mir das auch erklärt, dass ich sie am besten ablege und so weiter, ist wirklich ein Kinderspiel. Ich habe die Batterie dann umgebaut und die funktioniert nicht. Da habe ich ein Video gemacht, verlinke ich euch auch. Die Batterie funktioniert nur bis minus 10 Grad, was die Standardbatterie funktioniert. Kann ich bis minus 10 Grad kann ich Strom rausziehen. Nicht bis minus 30. Und laden kann ich sie, wenn ich die bei minus 30 habe, brauche ich 5 Stunden, bis das Teil warm ist, bis überhaupt mal Strom reingeht. Ich muss die also einpacken, dass ich sie schneller warm habe. Die eigene Batterie, die aus dem gleichen Ort kommt, da kann ich Strom rausziehen bis minus 20 Grad. Ja, jetzt habe ich einen Kunden. Ihr kennt das, in der Schweiz haben wir so ein paar Skiorte und der hat solch einen Materialbeschleuniger. Das ist so ein Elektrotransportkarren, der ist also hundealt. Und da sind solche Batterien drin, 3 Fit. Heute gibt es die gleichen Batterien mit den gleichen Abmessungen von Sonnenschein, Excite. Das sind 6 Volt Batterien, 160 AH. Der fährt so in Skiorten rum, Saas Fee, Grindelwald, Wengen und so weiter. Da wird es auch mal kalt im Winter. Minus 30 Grad selten, aber das wäre kein Problem. Wenn ich diese Batterie, das wäre dann hier ein Thema gewesen, ob man die 150 oder die 200 der Batterie verbauen, aber die 150er ist ja gleich wie die, ist einfach höher. Diese 3-Fit-Batterien, die haben 160 Ampere Blei, 6 Volt mal 2 gibt dann 12 Volt. Wenn ich solch eine Batterie verbaue und der fährt mit seinem Materialbeschleuniger, dem Transportkarren, weg, fährt von mir aus am Bahnhof in Wengen irgendwas holen und es hat unter minus 10 Grad. Und ich verbaue diese Batterie, die ja eigentlich eine Arctic sein soll, aber da komme ich später drauf. Dann bleibt er irgendwann unterwegs stehen, weil der Transportwagen, da steht die Batterie draußen, minus 20 Grad und bei minus 10 Grad bleibt er stehen. Der kommt vielleicht noch am Bahnhof, aber nicht mehr nach Hause. Dann wird er mich anrufen, was ich ihm für einen Scheiß verkauft habe. Aus diesem Grund teste ich ja, was ich verkaufe. Ja, jetzt kam es aber drauf los, dass mir Liontron gesagt hat, ja, das geht nicht. Ich muss noch die Parameter ersetzen. Ich müsste eine richtige Batterie nehmen, die dann wirklich das kann. Ja gut, okay, ich habe die Parameter nicht, ich kann kein Software-Update machen. Habe ich eine Batterie bestellt bei Liontron. Eine Arctic, 100 Ampere. Ich habe die Auftragsbestätigung bekommen. Eine halbe Stunde später kriege ich die Meldung,
Ja, Sie können mich nicht beliefern. Ja, können Sie mich nicht beliefern, weil ich ein schlechtes Video gemacht habe und die Wahrheit gesagt habe, dass die Batterien nicht funktionieren? Oder funktionieren die Batterien nicht, weil es ganz klar, wenn ich jetzt natürlich von Liontron eine Batterie kriege, mit den richtigen Parametern, mit dem Software-Update, dass das auch funktioniert, dann werde ich die zuerst mal testen. Da könnt ihr sicher sein. Bei minus 30, von mir aus bei minus 40 oder noch tiefer. Ich bin in der Lage, hier zu testen bis minus 80 Grad. Oder gehen die Batterien nicht? Muss ich jetzt dem Kunden sagen, tut mir leid, es geht nicht, bau wieder einen Bleibomber ein, der hat jetzt auch irgendwie 10 Jahre gehalten. Oder können wir so eine Batterie einbauen? Oder auch eine 150er. Aber dann musst du die isolieren. Oder wenigstens zu Hause in der Garage laden. Sie muss einfach über 0 Grad haben zum Laden. Oder klebe ich eine Heizmatte dran auf 220 Volt, dass die dann auch, wenn sie mal draußen steht, beim Laden warm wird. Ich warte jetzt, vielleicht kriege ich die Batterie noch. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich kenne ja nicht nur Hinze und Kunze und Hans Müller, der mir dann Kommentare schreibt. Ich krieg so eine Liontron, die sind ja erhältlich. Ich kann auch bei eBay eine bestellen oder bei Amazon oder beim Campershop sowieso. Dann kriege ich so eine Batterie. Die müsste ja dann bis minus 30 Grad funktionieren. Mache ich. Also entweder kriege ich bis Anfang nächste Woche von Liontron so eine Batterie, die funktioniert. Nicht ich nachrüsten, sondern Liontron rüstet das nach oder hat die. Weil ich kann das nicht. Ich bin ja ein Bastler. Nur, wenn das Teil nicht funktioniert und mein Kunde mit seinem Materialbeschleuniger hier bleibt dann stehen, dann ruft er mich an, nicht Liontron. Die sind sowieso telefonisch nicht erreichbar. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist noch die Rückansicht von dem Wagen. Gut, diesen Ausdruck ist relativ schlecht. Ich habe das so gekriegt. Ja. Ich habe ein paar Tests gemacht mit Batterien. Mit dieser Liontron Arctic, die ja keine ist. Obwohl mir von Wolfgang Felzen erklärt wurde, dass es kein Problem ist, die neuen nachzurüsten mit dem neuen BMS ab diesen Sommer. Vom Techniker habe ich das auch erklärt gekriegt. Ich habe Nachrüstsets gekriegt zum Nachrüsten. Da wurde nie irgendwas von einem Update von der Software gesprochen. Ja. Was soll ich jetzt machen? Es kommen sicher noch Videos über Liontron-Batterien. Arctic. Dass ich keine Ahnung habe von Batterien, okay, lasse ich mir sagen. Aber dass ich keine Temperaturen kenne. Dass mir dann ein Kommentator schreibt, ja, ich kann die nicht in eine Tiefkühltruhe machen, weil da hat sie keine Minusgrade. Ist auch okay. Aber in Kälte und in Wärmetechnik müsst ihr schon mal ein bisschen früher aufstehen als ich. Also Arktik, ich kann hier testen bis minus 80 Grad. Und ich werde testen bei minus 80 Grad. Könnt ihr sicher sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag.